Ein Huster geht's los, wenn ich die stinkende Qualmwolke sehe. Willkommen zurück zu Black Ops 3. Part 2. Hat ziemlich lange gedauert. Ich weiß, ich wollte eigentlich schneller, aber dann war da noch so ein Doom, wo ich einen Rage-Mode aktiviert habe im Stream und dann war da noch Story-Modus Doom und Forza 6 und keine Ahnung. Eine ganze Menge jedenfalls. Aber jetzt geht's weiter mit Black Ops. Nachdem wir ja die Mission scheinbar erfolgreich erfüllt hatten, wurden wir auseinandergerissen und deswegen haben wir hier diese schicken Ärmchen. Und jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Sicher. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Schau mir in die Augen, ganz, ganz tief hinein. Zürich Innenstadt, Endstation. Willkommen zurück. Hi. Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7:30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht, ein Prototyp für die WA Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Was? Und du hast noch eine Menge vor dir. Tiefgängigen Blick, der Kerl. Ne? Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken.
Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut, sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. So, wir hatten gerade einen Fehler. Okay, nochmal. Eierschuss, Eierschuss, kein Eierschuss, Explosion. Du streckst auch deinen Kopf so raus. Hey, Explosion, du warst scheiße. Noch jemanden töten können. Warte mal. Kann ich jetzt auch noch. Oh, da steht ja noch einer. Oh, lustig. Tot, tot. Du auch tot. Nochmal tot. Wir gehen mal einfach den Typen hier hinterher. Lankiere rechts. Es gibt nicht nur einen Weg. Hoch, tief, links, Arschuss. Rechts. Verschiedene Wege überlebt. Haben unterschiedliche Vorteile. Höp. Wir gehen mal einfach chillig da durch. Hier endet es. Na komm du nur. Die Welt wird die Wahrheit erfahren. Feinde voraus. Ich kann hier easy stehen bleiben, dabei spiele ich auf normal. Oh, wer hat denn da auf mich geschossen? Achso, da. Wir gucken, was die Granaten bringen. Granaten. Ach, da steht ja auch noch einer. Hui. Ja. Wenn du nicht zu mir kommen willst, komm ich da zu dir. Easy. Suche Deckung. Ich stelle mich dann mal hier hin. Die bleiben da stehen. Die explodieren. Die ist da. Und es wird feuert. Wir gehen einfach mal hoch und gucken nach. Dein DEV kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern, um das Schlachtfeld besser zu verstehen. Wechsle in den taktischen Modus. Mit drei. Also von zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Griffin. Die haben Griffin hier reingelassen? Oh mein Gott, wir sind alle verloren. Familie Griffin war ja noch nie das Hälfte. Treffer, Treffer, nochmal Treffer. Okay. Werfe eine Splittergranate! Dann werfst du eine Splittergranate. Unten bleiben! Chillig liegen lassen. Der liegt immer noch. Headshot. Ich geh doch mal weiter. Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Nicht schlecht, Neuling. Im taktischen Modus werden herannahende Gefahren wie Raketen und Granaten hervorgerufen. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Okay, ich greife dich an. Ich chill hierbei. Mein Kollege hier, der hat mehr Probleme. Hier hinter, gucken uns um. Achtung, da ist ein Bein draußen. Oh nein, hat dich das getötet? Siehst du die roten und gelben Markierungen? Okay. Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Hält euch den Arsch. Guck mal, eigentlich durch den LKW da hoch. Ja. Was wartest du denn so lang? Verstärkung beim Truck.
chillen. Er sprengt sich jetzt nebenbei selbst. Lustig. Wofür? Der taktische Move ist im Ganzen synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Rücke weiter vor. Magazin überprüfen. Nimm dir mehr. Treffer. Treffer. Heulsuse. Sich auf sowas einlassen und dann rumflammen, wenn man einen auf den Sack kriegt. Echt Hammer, ey. Munition. Oh. Das sollte nicht passieren. Falsche Taste erwischt. Passiert. Komm vor. Naja. Nochmal, nochmal. Oh, da lebt noch einer. Da unten, hier oben. Was hat denn du dir jetzt dabei gedacht? Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Na los, leg dich rein. Sieh nach, was jenseits dieser Mauer ist. Na, dann halt die. Passt perfekt, oder? Irgendwo dadurch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Gut, durch. Willst du was Cooles sehen? Schieß diese Bottiche ab. Komm, sei ja so. Da sind die. Hui. Du easy. Ist ja noch welche. Ich hätte so einen Infrarot-Sensor wie vorhin. Was ist denn der? Damit wir hineinkommen.
Kerl. Lebt doch noch einer. Was bist denn du? Foto. Komm raus. Ach da, in der Ecke. Kuckuck, hab dich gefunden. Hopp, ist explodiert. Ich fürchte, der Profil des Generators hat seine Drohne gekillt. Komm schon, los! Och, nicht mehr spielen. Schade. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Warum kann das nicht auf E belegt sein? Wäre man auch besser. Ja, dann lauf, lauf, komm. Geh du mal vor. Das ist platt. Nutze dein Umfeld. Schieß diese Fässer ab. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hut im Auge. Pfeffer. Ich mal ein bisschen. Oh, guck mal, Headshot! Steht dein Fuß! Ja, durch den Fuß gestorben. Oh, guck mal. Besser kannst du dich doch nie anbieten. Guck mal, ich bin nett. Noch jemanden. So, das ist Dias. Na dann. Too low. Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Geh tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Dann tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik? Ein Flüstern in deinem Ohr? Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten.
Okay. Tschüss, Sam. Wir haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Er hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl. Okay. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie liest Taylor mich viele davon. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Na, dann holen wir uns den Kerl doch mal. Checke die Position an dein Hart. Na los, der Kerl da. Ich sehe ihn noch. Komm, haut ab. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat es nicht bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er auch ein DNI hat. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Der Mistkerl bewegt sich noch. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Ich kann nicht schneller sein als ich. Er will ins alte Zürich. Los, okay. Aktiviere eine neue Cyberfähigkeit. Systemlähmung. Ich verstehe, wieso Taylor dich mag. Und ich war zu schnell. Ich war einfach zu schnell. Aber das passiert mir nicht ein zweites Mal. Mach weiter! Warum hat die mich jetzt erwischt? Scheißteil. Nicht schlecht, Neuling. Nicht schlecht. Schalte sie aus. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hart im Auge. Verlier ihn nicht, Neuling. Schalte ihn nicht aus, Neuling. Wir brauchen ihn lebend. Schnapp ihn dir, Neuling. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Und BOOM! Bootkick! Das lief nicht so gut, was? Schade. Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein.
Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. Und mit Terroristen wird nicht verhandelt. Shazam. Musik wird erkannt. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren. Irgendwie lustig. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. Klar. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Gut. Richten wir Schaden an. Yay! Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Ruf dich mal bei diesem Feind vor. Der größte Spaß, den man mit angezogenen Hosen haben kann, was? Stimmt, das haben sich mittlerweile mit C gedruckt, statt mit STAG. Der läuft weiter, okay. Headshots sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nein, wirklich? Warte mal, da stand noch einer. Juhu! Der ist auch explodiert. Runter da! Wie bei unseren anderen Kernsystemen wählst du deine Ausrüstung. Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Okay, ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinen Kern geladen. Langsam gefällst du mir. Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie fähig sind. Okay, dann wollen wir mal gucken. Scheiß Nanobots. Die kleinen Bastarde sind tödlich. Wir chillen hier uns mal durch. Wir kündigen uns an.
Wir machen einen Soldaten aus dir. Bin ich nicht schon einer? Da stehen welche. Nein, wirklich. Wieso sollte ich darauf hören? Ja, wirklich. Das habt ihr. Easy. Nee, wir bleiben dabei. So, da ist die Munition. Deckung, Deckung! Sie setzen Rauchgranaten ein. Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln über Rauch nicht mehr blind. Die Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Bots sind aus dem Waggon. Zerleg sie! Gar nicht schlecht, Neuling. Was hat denn der versucht? Anscheinend sind sie hier durch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach!
Ebene. Gut gemacht. Wie nennt man das gleich nochmal? Ach ja, durchspazieren. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Was ist das für ein Ort? Hier. Es ist alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Roboter, sie haben die Sicherheitsroboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Okay. Damit würde ich mal sagen, ist erstmal das Let's Play beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde mal sagen, Zug explodiert.